Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Träumen und Machen Interview. Heute mit Niki Pavlov und Michael Notbohm. Hallo, grüßt euch. Hi. Hallöchen. Schön, dass ihr Zeit habt. Dankeschön, Dankeschön. Hier aus dem Frankenland nach Berlin. Ihr beide habt natürlich hinter euch schon was Schönes stehen, doTERRA. Da werden wir bestimmt mal hören, was das mit euch zu tun hat. Ihr beiden träumt und macht mächtig zusammen. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Kann man gut und sagen. Das ist ein Traummann. auch ein tolles Thema. Also ihr seid spannend in vielerlei Hinsicht. Ihr da draußen werdet Niki und Michael heute ein bisschen kennenlernen. Das finde ich echt toll. Wollt ihr selbst mal einfach ein bisschen loslegen, wer sich auch immer fühlt, was ihr denn gerade so träumt und macht? Wir sind gespannt, was die Geschichte ist. Ja, ich bin Niki Pavlov. Ich habe schon ganz viele verschiedene Berufe gehabt und bin seit 3 Jahren mit ätherischen Ölen von doTERRA unterwegs und also richtig unterwegs, indem ich Menschen berate, wie sie die Öle anwenden können, ihre Gesundheit verbessern können. Und das hat natürlich ganz persönliche Erfahrungswerte auch, die da zugrunde liegen, weil ich auch mal auf der Suche war wegen einer Befindlichkeit, die ich immer wieder hatte. Und träume und mache ich derzeit mit großer Leidenschaft. Also ich liebe die Öle, ich liebe Menschen und ich liebe es, auch helfen zu können. Und vor allen Dingen liebe ich das mit diesem Mann zu machen. Wir haben eine Menge Spaß zusammen, da wir inzwischen zusammen das Ölgeschäft betreiben. Das war nicht immer so, aber das kann Michael gleich ein bisschen erzählen. Und ja, das jetzt erstmal zum Einstieg. Wir werden ja da noch sicher einiges vertiefen, wie ich Daniel kenne. Ja, spannend, spannend, spannend. Ja. Michael, erzähl mal, wie war es denn, als nicht so war? Als ihr noch nicht gemeinsam richtig in Öl gemacht habt? Ganz früher, in grauer Vorzeit. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Marketing und habe für Unternehmen in der Telekommunikation und in den Medien gearbeitet. Da habe ich auch Niki kennengelernt, 96. Und also 1996, letztes Jahrhundert. Oh Gott. 1800, okay. ich habe im Bereich Marketing, wie gesagt, leitende Position gehabt, bin dann als selbstständiger Unternehmensberater jahrelang unterwegs gewesen. Das wurde dann etwas schwieriger, als die Kinder kamen. Wir haben 3 Kinder. Und da kam dann die Entscheidung, eben mehr in Berlin und von Berlin aus zu machen. Und wie gesagt, seit 3 Jahren hat sich unser Leben mit den Ölen, die Niki in unser Leben gebracht hat, sehr verändert. Und das ist eigentlich jetzt unser Traum, ne? Also das ist eine ganz große Veränderung, die sich da für uns beruflich draus entwickelt hat und wo wir auch jetzt, ich sag mal, andere Wege gehen. Und dieses Innovationsmanagement, was ich lange Jahre im Bereich Technologie gemacht habe, das machen wir jetzt in analog. Es ist spannend. Ich erinnere mich ganz zurück, als wir uns, also Michael, wir zwei haben uns 2015 kennengelernt und Niki, wir uns dann auch sehr schnell. Ich habe so eine tolle Gartenparty gemacht für die NPEC-Leute. Ja. Und also war auf jeden Fall sehr herzlich. Da waren die Öle noch weit weg. Da gab es keine Öle. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ich eben total inspiriert und auch motiviert, weil ich bei euch was gesehen habe, was eben nicht normal ist. Niki, du bist Buchautorin, du bist Journalistin, du schreibst ganz viel für Zeitungen, von dir gibt es ganz viel online. Kann man auch so stöbern und gucken und kaufen und sich rein verlieren. Und der Michael, der war so der Startup interessiert, Techie, und ich vergesse nie, du wolltest mit den Rollern irgendwelche Sicherheitspersonalien in irgendwelchen Kaufhäusern mobilisieren, ne? Ja, also ich habe Themen, die da zusammenkommen. Und immer wieder neue Sachen gemacht, ja. Das ist schon sehr innovativ und du wagst total viel, ja, wirkt immer ruhig, aber ist auch crazy, ja, also ich finde crazy, ja, und das finde ich toll. Mich begeistert das, ja, also mir zeigt das, ey, du kannst auch mal crazy sein, ne? Oder auch, man kann andere Wege gehen. Mhm. Und jetzt frage ich mich nur, weil die letzte Zeit warst du ja ganz viel Mobilfunk aktiv, ne, also im ja, Telekommunikation und Glasfaserausbau. Das war das Brandenburg, dann warst du irgendwo Mecklenburg-Vorpommern und Mecklenburg, so. Ja. Und dann auf einmal kam der Tag, ich weiß gar nicht, in welchem Gespräch oder wo ich bei euch übernachten durfte, habt ihr auf einmal die Öle ausgepackt? Du, wir haben, es gab eine Situation, dass... Da habt ihr dieses Öl ins Wässerchen getan am Frühstückstisch und gesagt,
Lecker. Ja, ich finde es total geil. Ne? Ich mache mir Ingwer-Tee und Tropfen rein. Knaller. Ja, okay, nur mal so, by the way. Product Placement. Finanziert durch Produktbeimischung. Also alles ist gut, solange du wild bist. Ne? So, das ist irgendwie unser Motto. Und wir haben damals im März jetzt dieses Jahr einfach gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich meine digitalen Projekte nicht weiterführe, sondern voll in das Thema Öle mit einsteige. Im Prinzip ist es nicht nur wie ein neuer, es ist nicht ein neuer Job, sondern es ist ein neues Leben eigentlich, ne? Weil du mit anderen Leuten anders umgehst. Du hast nicht mehr diese starren Situationen in Organisationen, wo Obersticht unterherrscht, ne? Oder Ellbogenmentalität und so. Also das tut mir sehr gut, das macht viel Spaß und die Öle, sagst du selber, sind auch noch lecker und können auch was. Ne? Also, Das Ding ist ja, wo kommt das denn her? Du hast ja, ihr seid ja nicht gestartet, oh, Öl, das ist die neue Cash-Cow, sondern entweder kommt da ein neues Lebensmodell mit oder ein neues Geschäftsmodell. Also auch ein Leben einer Familie basiert ja in irgendeiner Form auf dem Geschäftsmodell, sei es der Mann ist angestellt oder die Frau oder man hat seine Selbstständigkeit in irgendeiner Form. Wie seid ihr denn, wo kam denn der Antreiber her, dass er gesagt hat, wir hauen jetzt da rein und das sind die Öle? Wo kommt das denn her? War das Manna vom Himmel oder? Naja, sowas fällt nicht vom Himmel und geht auch nicht über Nacht. Das sind ja oftmals oder immer eigentlich Prozesse. Ne? Und manchmal erkennst du am Anfang noch gar nicht, dass das was sein könnte, was dich antreibt oder was dein Leben bereichert oder den Sinn auch gibt. Und ich kann dir das erzählen. Ich saß eines Tages während eines Unternehmerinnenfrühstücks, was ich in Berlin mal ein Jahr lang veranstaltet habe, mit den Frauen zusammen. Und dann gibt es so Vorstellungsrunden, ne, um das neumodische Wort Elevator Pitch mal zu bemühen, wo jeder eine Minute Zeit hat, sich vorzustellen. Und da saß eine Frau, die sagte, hallo, ich bin Sabine und ich bin im Ölgeschäft. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt über 3 Jahre her, hat die eine Tankstelle oder ist die auf einer Bohrinsel? Weil ich hatte überhaupt keinen Bezug zu ätherischen Ölen. Und dann sprach sie weiter und sagte, dass sie mit ihrem Mann gemeinsam im Ölgeschäft ist bezüglich ätherischer Öle. Und da war für mich erstmal der Ofen aus, weil ich dachte, oh, langweilig, eh so Schnickschnack. Ja, das war mein Einstieg. Und ich habe die Frau dann, die Sabine, mit der wir heute eng befreundet sind, wieder getroffen, zufällig. Und da ich nicht an Zufälle glaube, hat dann etwas in mir gesagt, hey, guck mal genauer hin. Warum passiert das jetzt? Weil sogenannte Zufälle sind oftmals wirklich Chancen, Türöffner. Das muss ich dir nicht erzählen. Und so war es dann auch. Und die Sabine hat mich dann mit den Ölen in Berührung gebracht. Sie hat ein Fläschchen Lavendel geöffnet. Und das war für mich wie eine Offenbarung, diese Reinheit zu riechen. Mein Vater kommt ja aus Bulgarien. Leider lebt er nicht mehr. Und also meine Großeltern, deren Garten, dieses ganze Obst und Gemüse, was sagenhaft toll schmeckt, das kannst du hier nicht kaufen. Ne? Also es war für mich wie so eine Zeitreise. Und da war mein Interesse geweckt. Und dann kam hinzu, dass ich regelmäßig so eine körperliche Befindlichkeit, sagen wir, um keine Krankheiten zu nennen, hatte, die ich mit den Ölen dann erfolgreich sehr schnell beseitigen konnte, ja, und das war so, da habe ich mich dann so reinbewegt und ich war ja zu dem Zeitpunkt Autorin und ich habe viel für Zeitungen geschrieben und sagen wir mal so, viel Renommee, wenig Geld, Künstler-Dasein, also das ist schon, kann schon eine harte Nummer sein und ich hatte aber allerdings anfangs auch Bedenken, mich in dieses Ölgeschäft hineinzugeben, weil ich dachte, hoch, mein Renommee als Schriftstellerin, kann ich mir das leisten? Ne? Also man wird dann bei solchen Umwälzungen auch konfrontiert mit eigenen Ängsten und auch Unwissenheit. Ich habe dann sehr viel recherchiert, weil ich wollte den Haken finden am Ölgeschäft. Ja, hat nicht funktioniert. Weil ich wollte einen Grund haben, es nicht machen zu müssen. Aber es hat mich so stark auch angezogen. Und ich habe den Haken nicht gefunden und dann war ich drinne. Und dann war ich wie auf einer Schiene und das fuhr immer schneller, immer schneller. Und als ich mit den Ölen nach Hause kam, das war ein Graus, weil mein Mann sagte zu mir, Niki, Entschuldigung, lass den, heißt, schreib weiter deine Bücher, ätherische Öle, amerikanische Firma, Multilevel Marketing, geht gar nicht. Ne? Und kannst du jetzt weiter erzählen?
Also ich war da erst sehr skeptisch, ne? Und eine Fußmassage später war dann alles wieder in Ordnung. Ja, soweit ging das gar nicht, sondern das ging tatsächlich, ich hatte damals so Schlafschwierigkeiten und Niki sagte dann, es gibt hier ein ätherisches Öl, das kannst du dir auf die Schläfen machen und da kann man schlafen. Und dann habe ich so gesagt, hey, happy wife, happy life, ja. Habe das drauf getupft und ich habe durchgeschlafen. So, und dann habe ich da eben auch tiefer reingeguckt und ich habe andere Dinge, die ich dann auch mit den Ölen ausprobiert habe. So, und das hat mich persönlich einfach befreit von Dingen, die mich negativ beeinflusst haben. Ja? Und das war für mich eigentlich so dieses, wow, es gibt auch andere Sachen, ja, die du nicht kennst. Und don't hate what you don't understand, nach John Lennon so ungefähr. Ne? Also erstmal reingucken, verstehen und wenn es was für mich ist, ja, dann ist es was für mich. Und so kam das bei uns. Also ein Prozess und nicht vom Himmel gefallen, sondern viele, viele kleine Schritte, ja, wie es im Leben ist. Ja, ja. Also was mir gerade durch den Kopf geht, ist, dass du, Michael, wenn ich dich in deinem vorherigen Umfeld sehe, ich war ja nicht tagtäglich dabei, sondern kann es mir auch nur vorstellen, dann ist das technisch, dann ist das Business, dann sind das vielleicht Behörden, dann waren das Startups. Das ist alles so hart und Fakten und höher, schneller, weiter. Und ich habe dich immer schon so als eher als weichen Menschen empfunden, ja? So als sensiblen Menschen, als einfühlsamen Menschen. Ne? Klar, Freundschaft und Herz, das fühlen und leben meistens alle Menschen in irgendeiner Form, ne? Aber das, was jetzt bei euch passiert, das passt irgendwie so gut zu dir, aus meiner Sicht so, ne? Hat sich für dich da was geändert? Ist das für dich, kannst du das nachvollziehen oder bestätigen oder rede ich einen Quatsch hier? Nee, ist schon richtig, ne? Aber so, ja? Ich bin ja Sternzeichen Zwilling, Aszendent Meerschweinchen. Nein. Aber das mit den Zwillingen, also es gibt tatsächlich diese harte Komponente, die ich lange gelebt habe, auch in Unternehmen, ne? Und wo ein Vorstandsbereich gegen den anderen Vorstandsbereich. Und das ist alles verbrannte Kraft. Ja, das habe ich immer so wahrgenommen. Und deswegen wollte ich da auch raus. So. Und deswegen war ich dann auch eine Zeit lang als Freelancer, Unternehmensberater unterwegs, dass ich eben nicht in dieser Organisationsstruktur gefangen bin. Aber am Ende bist du dann, sagen wir, das dritte Rad oder das fünfte Rad am Wagen und irgendwie immer so nebenbei. Und das war auch nicht mein Ding. Und heute führen wir eigentlich ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren tausend Kunden und Partnern, mit denen wir regelmäßig in gutem Kontakt sind. Es ist eine ganz andere Chemie, die da sich entwickelt. Ne? Es ist ein Menschenbusiness, Menschen. So. Mhm. Und ja, Zahlen spielen auch eine Rolle, aber Emotionen, und machen wir uns nichts vor, das Thema Gesundheit, gerade in der heutigen Zeit, extrem wichtig. Und da kannst du in jedes große Unternehmen gehen, wo 50% der Leute im Homeoffice sitzen. Und genau in die Richtung ziele ich jetzt eigentlich so mit den Projekten, die ich hier mit einem Betriebsarzt und einer Psychologin mache, wo es tatsächlich um die Menschen geht. Denn die Menschen machen jedes Unternehmen aus. Ne? Und wenn man die außer Acht lässt, dann ist das das sogenannte schlechte Betriebsklima, was dann da entsteht. Also ich stelle mir das vor, aus meiner Corporate-Zeit, du gehst aus diesem Daily-Business mit deinem normalen menschlichen Umfeld raus und jetzt kommst du als der rein, der sagt, soft, menschlich, Gerüche, Gesundheit, so bist ja eigentlich für die Unternehmen, wo du reinkommst, ein Fremdkörper. Ne? Du bringst ja so ein Thema rein, was ja so ein Drumherum-Thema ist. Ne? Aber du hast natürlich das Wissen, wie deren Leben tickt. Das ist halt super. Naja, ich habe ja mit vielen zu tun, die im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder im Personalwesen aktiv sind. Ne? Mhm. Und ja, die kümmern sich um Menschen. So. Und die haben ihr Know-how über Personal Branding. Ne? Also das finde ich schon mal einen geilen Ausdruck. Ne? Da gehen viele Dinge einfach verloren. Und der zwischenmenschliche Kontakt oder auch das Thema Gefühle im Unternehmen, eigentlich gehen wir alle davon aus, dass jeder Mensch, der in einem Unternehmen arbeitet oder in einer Behörde, seine Gefühle vorne an der Tür abgibt. So, und da drin macht er seinen Job. Und wenn er den Job gut macht, dann wird er befördert, gelobt, kriegt mehr Geld. So, wie er sich fühlt, was das Thema Burnout oder was das Thema Frustration oder so angeht und wie sich das auswirkt auf eine individuelle Gesundheit, ne? Nervöse Magenbeschwerden, nicht schlafen können und sowas. Das hängt ja alles zusammen. Mhm. Und
da können wir halt jetzt andere Wege vorschlagen und das macht mich auch ziemlich happy, muss ich sagen. Das ist eben der Stichpunkt, ne? Ihr wirkt gerade auch cool, locker, glücklich, macht eure Witzchen, ne? Es kommt bei mir nie eine Schwere an, also weder, wenn wir uns persönlich gesehen haben, noch es kommt keine Schwere mehr an, es ist so ein, ihr seid auf dem Trip, ne? Da geht was. Das ist, fühlt sich gut an. Wir sind auf dem Trip, oder? Und wir nehmen ganz viele mit, ja. Dieselbe Frage will ich aber auch Niki auch nochmal stellen. Niki, hast du jetzt damit abgeschlossen? Bist du jetzt keine Autorin mehr? Ich bin ist das jetzt vorbei? Nein, das ist nicht vorbei. Es ist nur gerade nicht dran. Mhm. Also ich habe schon so viele verschiedene Berufe in meinem Leben gehabt. Also ich war, bevor ich mit den Ölen zusammenkam, 10 Jahre lang Schriftstellerin und Journalistin. Und davor habe ich Fernsehen gemacht. Ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen. Was ich sagen will, ist, ich neige dazu, mich immer wieder mal neu zu empfinden. Und ich bin auch ein Mensch, wenn ich erkenne, dass mich etwas nicht mehr nährt oder glücklich macht, bin ich in der Lage, relativ schnell abzuschneiden. Also nicht kopflos, verstehe mich nicht falsch, aber dann auch etwas Neues anzufangen. Ja? Und ich bin jetzt eine Wellnessberaterin. Ich verkaufe ätherische Öle mit voller Kraft und großer Leidenschaft. Wir haben da auch Ziele, die wir natürlich erreichen möchten noch. Und diese Welle reite ich jetzt mit allem, was dazugehört. Und ich weiß aber, dass ich in Zukunft natürlich auch wieder schreiben möchte, wieder mehr lesen möchte. Das kommt jetzt alles zu kurz, aber es fehlt mir nicht, weil ich meinen Fokus auf dieses Ölgeschäft gesetzt habe und damit wirklich richtig glücklich bin. Ja? Und dann, so, das ist so ein Zeichen dafür, dass ihr genau das Richtige gerade macht. Ne? Also wenn man nicht über Raum und Zeit nachdenkt, sondern einfach sagt, passt. So ist es. Super. Und ich habe lustigerweise, als ich mit den Ölen anfing, wurde ich gefragt, ob ich bei einer Anthologie mitschreiben kann, wo es um die Öle geht. Ein sehr schönes Buch, wo Menschen, so wie du und ich jetzt, ich bin die Einzige, die Autorin ist, eine Journalistin hat noch mitgeschrieben, die erzählen, wie sie auf die Öle gestoßen sind, viele zufällig, viele austherapiert mit irgendwelchen Geschichten und körperlich und emotional. Und da habe ich dann mitgeschrieben, ja, das war Anfang vor 2,5 Jahren und seither bin ich diesbezüglich raus. Ich werde manchmal angefragt für Lesungen, dann entscheide ich, ja, das mache ich, nein, das mache ich nicht. Jetzt im Januar habe ich eine fürs Bulgarische Kulturinstitut, da freue ich mich drauf, online leider, aber immerhin. Und so ticke ich, ja, also genau. Also das ist vielleicht, Daniel, wir haben uns ja bei NPEC kennengelernt und da ging es damals darum, jungen Startupern aus schwerpunktmäßig Nordafrika Unterstützung zu geben bei der Realisierung ihrer Träume. Ja, und das hat mich immer, das war für mich das wertvollste Joberlebnis in der alten Welt. Ja, digital und Prozesse und Vermarktung und. Und das hat uns beide ja auch so zusammengebracht und zusammengeschweißt, denke ich mal. Abgesehen davon, dass wir mit die Älteren waren von, ich glaube, 150 Teilnehmern. Du warst der Ältere. Nein, ich war der Ältere. Ich bin immer noch der Ältere, aber einer ist noch älter, das ist nämlich Joe. Joe, ne? Euch dreht es um ein paar Tage, ne? Ja, ja. Für die es nicht wissen, es gab damals ein kleines Spiel, dass wir uns dem Alter nach aufstellen mussten an der Reihe. Und ich bin gleich ans eine Ende gegangen. Und dann kam einer an, nämlich Joe, und dann der ist 2 Tage älter als ich. Also das war lustig, aber ich glaube, worum es tatsächlich geht, ja. Und wenn man das für sich annimmt, ne? Also neue Wege gehen, neue Dinge träumen, sich darauf einlassen und deswegen finde ich das auch so fantastisch, was du dort initiiert hast und was jetzt so in die Welt rausgeht. Wenn wir aufhören zu träumen, dann sind wir tot und dann ist es egal, ob wir Vorstand sind oder Hilfsarbeiter oder was auch immer. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich die Fähigkeit behält und sie auch entwickelt, mit anderen im Dialog Veränderungen zu erspüren, neue Wege zu gehen. Ja? Also dieser Spruch, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, ist so falsch nicht. Hm. Und jeder kann jeden Weg gehen. Das ist etwas, was viele vielleicht vergessen oder verschüttet haben. Ne? Und das ist für mich so das große Geile an dem, was wir jetzt eigentlich hier tun. Da
Mich interessiert noch, wie merkt ihr einen Unterschied in eurem direkten Umfeld, eure Kinder oder Freunde drumherum? Was kommt von denen da? Sind die alle unterstützend, finden das toll? Oder mittlerweile, klar, ist ja immer so, ne? Wenn es läuft und erfolgreich ist, dann sind ja alle auch wieder beruhigt. Ne? So, aber wie war das? War das Skepsis oder war das, wie war das? Ganz unterschiedlich. Also wir haben viele, die erstaunlich offen waren, also auch teilweise Menschen, wo ich es nicht erwartet hätte. Ne? Man hat ja immer so ein Bild dann doch auch im Kopf. Und meine Mutter zum Beispiel, die Pharmazeutin war und Ehefrau meines Vaters, der Schulmediziner war, war anfangs auch sehr, sehr skeptisch, was ich aber nachvollziehen konnte, weil ich war es ja auch gewesen. Ich musste ja auch erstmal mich damit beschäftigen. Und wenn die Menschen dann merken, dass sie Erfolge einfahren können durch die Anwendung von ätherischen Ölen, wandelt sich das Blatt ganz schnell. Und hinzu kommt, wenn jemand, du kannst viel erzählen, aber wenn du eine Flasche öffnest und die Leute daran riechen, egal ob Lavendel oder Lemon oder Pfefferminz, Weihrauch, dann wird ganz viel, weil natürlich die Gerüche uns emotional auch beeinflussen können. Das ist sehr weit erforscht, inwieweit kann welcher Geruch unsere Emotionen wie triggern. Und dann kommt ganz oft etwas in Gang. Und das dauert manchmal. Also wir haben Menschen, die nach einem Jahr, nach anderthalb kommen und sagen, jetzt bin ich soweit, ich möchte Öl haben oder was ausprobieren. Weißt du, da muss man einfach Geduld haben. Und wir sehen uns auch, also es ist kein Hard Selling, ne? Das ist auch das, was Michael schon angesprochen hat. Und das ist gut so, weil das liegt uns eh nicht. Wir sind wie Farmer. Wir werfen unsere Samen aus und behüten die und gucken, was wächst wo und wie können wir das fördern, und der braucht ein bisschen mehr Zeit und das geht schneller. Manch einer sagt auch nein und dann bleibt es dabei. So ist das. Ja, relativ, also ich habe das auch bei euch relativ einfühlsam erlebt. Ja, also oh ja. Erstmal habt ihr unsere ganze Bude eingeräuchert, ne? Ja. Hallo, oh, fand's cool. Ja. Nee, müssen wir auch wiederholen. Wunderbar. Damit wir das nicht, das darf nicht zu kurz kommen. Jetzt hören ja hier der ein oder andere zu, der weiß gar nicht, was Öle sind. Der will sich informieren, der will mit euch in Kontakt treten, der will mit dem Michael Plauschen von der Niki ein Buch kaufen oder in eure Ölwelt mit eintauchen. Wie wollt ihr diese Leute, dass sie euch erreichen? Was hättet ihr gerne? Homepage oder welche Links, damit wir das hier reinpacken können? Also die schnellste direkte Verbindung ist, wir sind im Netz unter expandum.de, ne? Wie bei Harry Potter, Expandum. Ja, ja, ja. Schreibe ich hier rein, unten im Text auch, klar. Super. Und da haben wir eine Webseite zum Thema Öle, da gibt es auch die Kontaktdaten, gerne eine E-Mail, Telefonnummern stehen da auch. Und, du kannst auch die Telefonnummer gleich mit aufschreiben. Ja, kannst du auch machen, ne? Also. Und ins Video rein. Ne? es wird ja auch im Podcast, ne? An alle, die uns da gerade zuhören. Ne, schreibe ich unten in die Texte rein. Und da kann ich mich da auch über doTERRA informieren oder soll ich besser dann doTERRA mal googeln, um zu gucken, was ist das denn, was sind das denn für Produkte? Oder geht es auch über euch dann? Expandum.de, kommt mal an. Wir machen tatsächlich auf der Seite eher die Vorinformation, wie man an die Öle rankommt, wie man sie einsetzen kann. doTERRA selber hat natürlich ein Riesenportal, doTERRA.com/de, ja, also gibt es eine deutsche Seite. Und es gibt auf YouTube, das kann ich vielleicht noch sagen, ganz toll, einen deutschen Professor Hans Hatt von der Ruhr-Universität in Bochum, der dort einige Vorlesungsmitschnitte veröffentlicht hat. Also wenn man den sucht, Hans mit Doppel-N. Und dann Hatt mit Doppel-T und das Thema Riechen. Wenn man die drei Worte eingibt, dann finden sich da tolle Videos, wo man Erstaunliches erfährt. Ja, ja. Jetzt liegt es mir trotzdem am Herzen. Niki Pavlov, auch deine nikipavlov.de würde ich gerne hier reinpacken, weil alleine deine Bücher, dass man sich überhaupt mal ein Bild davon macht, wovon hat die geredet, ja, das wäre halt cool. Ja, das ist auch eine Kombiseite, ne? Es gibt eine Ölabteilung sozusagen und meine Bücher natürlich. Ja. Packen wir alles rein dann. Super, schön. Ich freue mich sehr. Cool. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden, bevor ich die Abmoderation emotional einleite? Ich bedanke mich. Ja, ich auch. Und ich freue mich total, wenn wir uns alsbald wieder treffen werden. Und, werden und dürfen, das bin ich mir sicher. Und dein Projekt
in die Welt rausgeht und weiter wächst. Und denn ich denke, dass es den Menschen nicht nur in der jetzigen Situation, sondern auch in langfristig ganz viel geben wird. Dankeschön. Machst du richtig gut, Daniel. Dankeschön. Das tut mir auch gut. Geht runter wie Öl. Ja. Da war's wieder. Lieben, ihr habt gehört und gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Träumen und Machen wissen wollt, findet ihr das unter träumenundmachen.org. Kontakt, Podcast, Events, was man denn so finden kann und was gerade erlaubt ist zu tun. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne unter ichunterstütze.träumenundmachen.org. Da findet ihr eure Wege, wie ihr das dann, wie ihr mich erreicht und wie ihr mir Unterstützung zukommen lassen wollt für mich und meine Arbeit. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bleibt motiviert bei eurem Träumen und Machen, auch ihr zwei. Tragt euren Geist und euren Spirit in die Welt. Das ist ganz, ganz großartig. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir danken dir. Bis auf ein Wiedersehen. Bleibt alles gesund. Tschüss. Tschüss.